Ja, meine Damen und Herren, eigentlich sind Sie es gewohnt, dass Herr Dr. Braun Sie an dieser Stelle im Namen der Landesvereinigung der rheinland-pfälzischen Unternehmerverbände begrüßt und aus Sicht der rheinland-pfälzischen Wirtschaft in das Thema der Jahrestagung einführt. Diesem Jahr ist das leider nicht möglich, denn Herr Dr. Braun musste sehr kurzfristig einen geschäftlichen Termin in China wahrnehmen. Er hat daher mich in meiner Eigenschaft als Unternehmer und Kollege im Vorstand der LVU gebeten, diesen Part hier für ihn zu übernehmen und Sie alle vor allem ganz herzlich von ihm zu grüßen. Ich betone das deshalb so, weil Herrn Dr. Braun und der LVU insgesamt sehr viel daran gelegen ist, sich bei Schule Wirtschaft zu engagieren. Für die Unternehmerverbände hat Schule Wirtschaft und damit auch unsere wichtigste Veranstaltung, die Jahrestagung, einen sehr hohen Stellenwert. Denn Schule Wirtschaft zeigt, wie Schulen und Betriebe konstruktiv zusammenarbeiten können und dies auch immer wieder und sehr nachhaltig tun, zum Wohle aller Beteiligten, der Schulen, der Betriebe, vor allem aber der jungen Menschen, denen wir so beim Übergang von der Schule in den Betrieb helfen wollen. Das ist auch nötig, denn hier hapert es noch immer an manchen Stellen. Viele Jugendliche finden nicht ihren Traumjob, und viele Unternehmen beklagen die oft gravierenden Defizite der Schulabgänger im Rechnen, Schreiben und Lesen, in Grundkompetenzen sowie im Bereich der sozialen Kompetenzen. Aus unserer Sicht sollten Schüler noch viel besser auf das Berufsleben vorbereitet werden, als dies heute geschieht, wenngleich sich hier schon manches zum Besseren gewendet hat. Wir, die Unternehmerverbände Rheinland-Pfalz und die Landesarbeitsgemeinschaft Schule Wirtschaft, versuchen, solche Entwicklungen mit anzustoßen und zu fördern. Dafür arbeiten wir konstruktiv mit, wo immer man uns lässt. Unser Präsident, Herr Dr. Braun, leitet den gemeinsamen Ausschuss von BDI und BDA in Berlin zu Bildung und beruflicher Bildung und vertritt die Interessen der Wirtschaft am ovalen Tisch der Landesregierung für Ausbildung und Fachkräftesicherung. Zumeist gemeinsam mit Herrn Simon, dem Hauptgeschäftsführer der LVU. Und unser Geschäftsführer, Herr Dr. Hanowski, der eben hier mit im Team stand, bringt die Position der Wirtschaft in zahlreiche Gremien von Politik und Ministerien ein. Immer wieder geht es dabei um ganz konkrete Fragestellungen, um den Versuch, die oben genannten Defizite von Schulabgängern so weit wie nur möglich abzubauen. Dazu möchten wir auch mit unserer gemeinsamen Schule-Wirtschaft-Arbeit beitragen. Es ist ja kein Zufall, dass viele unserer Aktivitäten um Fragen der Grundbildung, der ökonomischen Bildung und Berufsorientierung kreisen. Das gilt für unsere Lehrerfortbildungen, wie auch für die Projekte und nicht zuletzt natürlich für die Arbeit der 35 Arbeitskreise in Rheinland-Pfalz, die jedes Jahr eine beeindruckende Vielfalt an Maßnahmen auf den Weg bringen. Ihre Arbeit. Sie erinnern sich vielleicht noch an unsere Jahrestagung 2011 auf dem Betzeberg in Kaiserslautern, wo wir uns mit dem Thema MINT und damit auch mit der mathematischen Grundbildung befasst haben und an das tolle Mathematikprojekt unseres Arbeitskreises in Rockenhausen. In diesem Jahr wollen wir einen ganz anderen Aspekt von Grundbildung aufgreifen: Lesen und Schreiben. Auch hier beklagen unsere Unternehmen seit vielen Jahren mangelhafte Kenntnisse der Schulabgänger. Dennoch hat man das Problem, zumindest nach meinem Eindruck, lange Zeit nicht so richtig ernst genommen. Und erst recht hat man es nicht mit Analphabetismus in Verbindung gebracht. Dass es Menschen gibt, die unser Schulsystem durchlaufen haben und trotzdem nicht richtig lesen und schreiben können, ist in der Tat kaum vorstellbar. Und dennoch gibt es sie, und sogar viel zahlreicher, als wir angenommen haben. Das hat uns die Level-1-Studie eindrucksvoll aufgezeigt. Sie hat erstmals wissenschaftlich nachgewiesen, dass das, was wir bisher oft nur für ein vages Bauchgefühl gehalten haben, tatsächlich mit objektiven wissenschaftlichen Daten belegt werden kann. Und sie hat uns überdies das erschreckende Ausmaß des Problems deutlich gemacht. In Deutschland gelten 7,5 Millionen Menschen im erwerbsfähigen Alter als funktionale Analphabeten. Rund 350.000 dürften es allein in Rheinland-Pfalz sein.
Diese Menschen können zwar Buchstaben und einzelne Wörter entziffern, aber einen zusammenhängenden Text verstehen sie nicht. Um diese Menschen soll es heute gehen. Im Alltag fallen sie uns zumeist gar nicht auf. Doch mehr als die Hälfte von ihnen ist erwerbstätig. Wir alle sind diesen Menschen also schon begegnet. Sie bedienen uns im Restaurant, sie arbeiten auf unseren Baustellen, sie reparieren vielleicht sogar unser Auto oder unseren Fernseher, ohne die Bedienungsanleitung lesen zu können. Der volkswirtschaftliche Schaden, der dadurch entsteht, ist immens. Denn hier liegen individuelle Potenziale brach, können vorhandene Ressourcen nicht richtig genutzt werden. Zumal funktionale Analphabeten in aller Regel versuchen, ihr Handicap zu verbergen und darauf sehr viel Energie verwenden müssen, dass sie auf andere Weise, die sie auf andere Weise weitaus sinnvoller und produktiver einsetzen könnten. Von dem individuellen Leid, das mit einer solchen Situation, wir haben das gerade ja auch in dem Film gespürt, bei der jungen Dame einhergeht, einmal ganz zu schweigen. Wir haben uns deshalb entschlossen, mit unserer diesjährigen Jahrestagung Schule Wirtschaft das Thema funktionaler Analphabetismus aufzugreifen, wie es gute Tradition bei Schule Wirtschaft ist, gemeinsam nach Lösungsansätzen zu suchen. Hierfür haben wir eine Reihe von hochkarätigen Referenten und Diskussionsteilnehmern eingeladen, die wir Ihnen im Laufe des Nachmittags noch vorstellen werden. Zunächst einmal darf ich Ihnen jedoch auch im Namen von Herrn Dr. Braun eine anregende, spannende und wie ich hoffe auch schöne Jahrestagung Schule Wirtschaft 2013 wünschen. Noch einmal herzlich willkommen. Meine Damen und Herren, als Hauptrednerin des heutigen Nachmittags darf ich jetzt Frau Professor Grothlüschen noch einmal begrüßen, die als Professorin für lebenslanges Lernen an der Universität Hamburg tätig ist und extra die lange Reise auf sich genommen hat, um uns heute über eine Untersuchung zu informieren, die sie durchgeführt hat. Die vorhin schon einmal erwähnte Level-1-Studie, kurz auch LEO-Studie genannt, hat wissenschaftlich fundiert Umfang und Komplexität des Problems funktionaler Analphabetismus in Deutschland aufgezeigt. War man bis dato von rund 4 Millionen funktionalen Analphabeten in unserem Land ausgegangen, so musste diese Zahl anschließend auf 7,5 Millionen Menschen hochkorrigiert werden. Und dabei sind ältere Mitbürger noch gar nicht berücksichtigt. Ähnlich wie die PISA-Studie hat auch diese Untersuchung hohe Wellen geschlagen. Das Bundesbildungsministerium hat ein Programm hierzu aufgelegt. Es wurden weitere Forschungsprojekte begonnen und in Rheinland-Pfalz hat das Bildungsministerium eine Arbeitsgruppe gegründet und regionale Unterstützungsstrukturen mit auf den Weg gebracht. Auch darüber werden wir im Laufe des Nachmittags noch mehr hören. Zunächst einmal freuen wir uns aber nun auf den Vortrag von Frau Professor Grothlüschen. Sie haben unsere Aufmerksamkeit. Ja, einen ganz herzlichen Dank für die sehr freundliche Begrüßung. Und ich frage mich jedes Mal, wenn die Hauptdaten der LEO-Studie genannt werden, die ja offensichtlich schon bekannt sind, ob es mir diesmal vielleicht nochmal wieder gelungen ist, irgendetwas mitzubringen, was Sie noch nicht gehört haben. Oder was vielleicht diejenigen, die man auf manchen Veranstaltungen auch wieder trifft, die im Thilo Fellmer oder andere, vor allen Dingen die Botschafter für funktionalen oder zum Abbau des funktionalen Analphabetismus, ob die vielleicht auch noch was hören können, was sie noch nicht rauf und runter kennen. Funktionaler Analphabetismus in Deutschland. Ich habe hier jetzt gesagt, in Schule und Wirtschaft. Ich habe versucht, ein bisschen in den Vordergrund zu stellen, aus dem Schatz an Daten, die uns zur Verfügung stehen, was für Sie vielleicht interessant sein könnte, wenn ich damit etwas getroffen habe, was Ihnen völlig egal ist, dann müssen Sie besonders desinteressiert gucken, dann husche ich da drüber und mache an anderen Ecken weiter.
Ich habe Ihnen jetzt als Baukasten mitgebracht, einmal Leo auf einen Blick, also ein ganz kurzer Überblick darüber, was ist die Leo-Studie und was ist rausgekommen, Sie kennen es im Wesentlichen, etwas angereichert mit einer leicht emotionalisierten Fassung, wie fühlt sich funktionaler Analphabetismus an. Sie haben es eben schon gesehen in dem Film aus dem Alchance-Projekt, das hat bestimmte Umgangsweisen zur Folge und ich glaube, das ist auch wichtig, sich das vor Augen zu führen, wie kann es sein, als funktionaler Analphabet einen Schulabschluss zu erwerben, wenn man denn trotzdem eigentlich nicht ordentlich lesen und schreiben kann, diesen Widerspruch, glaube ich, kriegen wir ein bisschen besser zu fassen unter diesem ersten Gliederungspunkt. Dann möchte ich eingehen auf die Qualifikation und den Erwerbsstatus, das sind dann im engeren Sinne Daten aus der Studie. Möchte ein Klischee aufheben, nämlich das der negativen Schulerfahrung. Es gilt das Klischee, funktionale Analphabeten hätten eine besonders schlimme negative Schulerfahrung gemacht. Das trifft vielleicht zu, aber es trifft nicht in dem Ausmaß zu, wie wir es bisher dachten. Und die eigentliche Fragestellung, die ich an Sie richten möchte, ist, sind Sie Mitwisser, sind Sie Mitwisserin? Wir fokussieren seit Neuestem das Thema Mitwisserschaft auch mit einer ebenfalls aus dem Bundesministerium geförderten Studie und versuchen, die Aufmerksamkeit auch darauf zu richten, dass auch diejenigen, die vielleicht glauben, funktionaler Analphabetismus sei nicht in ihrem Umfeld vorhanden, möglicherweise Kontakte zu Menschen haben, bei denen sie gar nicht darauf gekommen sind, dass sie funktionale Analphabeten sind. Eine Frage, die wir Journalisten immer stellen, ist, wird es schlimmer oder besser? Also ist das Problem in 5 Jahren denn vorbei und rausgewachsen oder kommt das von den Schulen immer nachgeliefert oder auf welche Weise? Also wird es dramatischer oder sind wir das bald los? Da habe ich 2 Antwortmöglichkeiten, das müssen Sie dann entscheiden, welche Sie für tragender halten. Und Policy Matters, der Beweis, ich weiß nicht, ob das für Sie so relevant ist, aber man kann entlang anderer Länder nachweisen, dass politische Förderprogramme, politisch aufgelegte Förderlinien durchaus Erfolg zeigen, den man dann wiederum in Zahlen auch messen kann. Da gibt es Länder, die das uns vorgemacht haben. Also Policy Matters. Der Beweis, bewiesene Wahrheiten. Zum Bereich bewiesene Wahrheiten, die wissenschaftliche Objektivität von Daten ist eben schon genannt worden und gleichzeitig haben Sie die Einschränkung aber ja auch schon vorgenommen. Wir haben zum Beispiel die Älteren nicht mit drin. Wenn wir sie drin hätten, wäre der Wert höher. Wir haben eine bestimmte statistische Methode genommen, die die Daten konservativ schätzt, also zurückhaltend schätzt. Wenn wir das nicht gemacht hätten, hätten wir auf einen Schlag 2 Millionen mehr. Wir haben Migranten, die kein Deutsch sprechen, die mündlich kein Deutsch sprechen, nicht mit drin in der Studie. Und wir haben die Definition nicht entlang der UNESCO-Definition gesetzt, sondern darunter entlang des deutschen Diskurses. Das heißt, auch da sind wir eher konservativ. Das Thema wissenschaftliche Objektivität heißt in diesem Fall, also es ist die zurückhaltendste vertretbare Schätzung, die wir Ihnen vorzustellen haben. Das hätten wir auch anders machen können. Über 10 Millionen zu kommen, wäre kein Problem gewesen, wenn wir geglaubt hätten, dass das in diesem Diskurs irgendwie auch anschlussfähig wäre. Wir haben das gedacht, das ist nicht anschlussfähig, wir müssen eine Zahl liefern, mit der die deutsche Diskussion auch was anfangen kann, deswegen 7,5 Millionen. Beziehungsweise an allen Stellen, an denen wir Schätzungen oder an denen wir Entscheidungen vornehmen konnten, dann jeweils die konservativere von 2 Möglichkeiten zu wählen. Das ist die Medienwelle, davon gibt es verschiedene. Trier ist ja auch sehr engagiert im Bereich Medienarbeit, Pressearbeit und offensichtlich haben sich die regionalen Medien da auch sehr stark drauf eingelassen. Jetzt der Überblick, Leo auf einen Blick. Leo ist eine bundesweite Repräsentativerhebung und sitzt auf einer Standarderhebung, die wir alle 3 bis 5 Jahre in Deutschland bekommen. Huckepack drauf. Die Standarderhebung ist der Adult Education Survey, die Erwachsenenbildungserhebung, die europaweit durchgeführt wird. Wir sitzen auf dem deutschen Teil praktisch mit hinten dran und erreichen damit 8.436 befragte bzw. getestete Menschen. Jeder dieser 8.500 Menschen hat ein Testheft in die Hand bekommen und entlang dieses Testhefts seine Lese- und Schreibkompetenz zeigen müssen. Das ist also keine Befragung, sondern ein klassischer Kompetenztest im Haushalt, am Küchentisch. Sie können sich vorstellen, 400 Interviewer von TNS Infratest schwärmen aus und klopfen bei Ihnen und sagen, schönen guten Tag, ich hätte da was, machen Sie doch bitte mal mit. Es ist uns gelungen, die Abbruchquote an der Stelle unter 3% zu halten. Das heißt, nur knapp 3% der Erwachsenen, bei denen der Interviewer schon drin saß,
haben gesagt, nee, also tut mir leid, das mache ich nicht. Alle anderen haben mitgemacht, auch wenn sie nicht gut lesen konnten. Das fanden wir höchst erfreulich. Das ist auch ein Beweis, dass man solche Forschungen machen kann in Deutschland. Das Ergebnis ist bekannt, 7,5 Millionen funktionaler Analphabeten. Das sind 14,5% der erwerbsfähigen erwachsenen Bevölkerung. Grundgesamtheit sind 51 Millionen Menschen. Sie wissen, wir haben 80 Millionen Deutsche. Diese erwerbsfähige Bevölkerung sind 51 Millionen Menschen. Davon hochgerechnet 0,3 Millionen auf Alpha Level 1, kämpft also mit der Buchstabenebene oder bekommt kaum Buchstaben zu Papier. Das sind in der Tat zu 3/4 Menschen mit Migrationshintergrund oder eben selbst mit Migrationsgeschichte zugewanderte funktionale Analphabeten. 2 Millionen auf dem Alpha Level 2, die kämpfen mit der Wortebene, bekommen einzelne Wörter zu Papier, aber nicht sehr gut. 5,2 Millionen Menschen auf Alpha Level 3 kämpfen mit der Satzebene und unterschreiten aber die Textebene, können also zusammenhängende Texte nicht lesen, wie das eben auch korrekt formuliert wurde, und können sie vor allen Dingen nicht schreiben. Es gibt weitere 13,3 Millionen Menschen auf dem Alpha Level 4, die beherrschen die Textebene, sie sind auch keine funktionalen Analphabeten, machen aber Fehler. Und dazu habe ich Ihnen Beispiele mitgebracht, dass Sie sich das vorstellen können. Ich vermute, die kennen Sie dann im Betrieb. Wenn Sie sich das Leo-Heft mitnehmen, sehen Sie die Daten, die ich gerade erzählt habe, entlang dieser gaußschen Normalverteilung in die Senkrechte gekippt. Das ist in der, auf der Mittelseite des Leo-Heftes unsere zentrale Grafik, die überspringe ich jetzt. Um Ihnen zu zeigen, wie denn funktionaler Analphabetismus aussieht und warum es möglich ist, mit dieser Schreibung oder mit einer Schreibung, die wir als funktionalen Analphabetismus bezeichnen müssen, trotzdem einen Schulabschluss erworben zu haben. Es ist ja nicht ausgeschlossen, wenn man mit viel Druck bzw. Unterstützung und besonderem Engagement in der Schule schreibt, dass man dafür Noten bekommt, die vielleicht gerade eben noch reichen, um einen einfachen Schulabschluss mit nach Hause zu nehmen. Wir können auch nicht ausschließen, dass die Teilnehmenden in dem Test am Küchentisch etwas weniger liebevoll schreiben, als sie es vielleicht in der Schulabschlusssituation machen würden. Ja, das heißt, die Kompetenz kann natürlich eine Idee höher sein als das, was man uns hier zeigt. Funktionaler Analphabetismus hier, die Aufgabe bestand darin, Sätze zu vervollständigen. Der Satz ist vervollständigt mit dem Wort, Worten ist Feierabend, F-E-I-R-A-M-T, Punkt. Das hat irgendwie zu tun mit dem Chef, den man dann los ist. Das ist geschrieben S-C-H-E-F-F, kleingeschrieben. Und man hat dann mehr oder weniger Spaß, S-C-H-P-A-S-Z, Kampf mit der deutschen Rechtschreibung. So fühlt sich funktionaler Analphabetismus an, wenn man lesen soll. Sie können das lesen. Sofern Sie Englisch können, können Sie das lesen. Langsam. Die Ersten haben keine Lust mehr. Erste Vermeidungsstrategie. Sie ahnen, dass ich Ihnen das gleich erzählen werde. Jemanden fragen, haben wir gerade im Film gehört. Wird bestimmt funktionieren, ich erzähle Ihnen das auch. This message serves to prove how our minds can do amazing things, impressive things. In the beginning it was hard, but now, on this line, your mind is reading it automatically. Without even thinking about it. Be proud. Only certain people can read this. Für diejenigen, die im Englischen nicht ganz so flüssig sind, der Text sagt letzten Endes, dass wir ganz toll lesen können und dass nur ganz bestimmte Menschen lesen können, weil unsere Gehirne ganz beeindruckende Dinge tun, nämlich lexikalisch lesen. Das steht nicht mehr im Text. Wir brauchen die Fähigkeit des lexikalischen Lesens, also entlang von Wortbildern zu erkennen, was da ungefähr stehen könnte, um diesen Text zu entschlüsseln, und wir brauchen außerdem die Fähigkeit, wortübergreifend grammatisch zu lesen. Mit einem bestimmten Satzanfang kann nur ein bestimmter anderer Satzanfang folgen. Diese beiden Fähigkeiten sind bei automatisiertem Lesen vorhanden. Wenn Sie aber vielleicht nur mühevoll durch Ihren Schulabschluss gekommen sind, dann ist das vielleicht nicht so gut automatisiert und dann kann es auch verloren gehen. Und das hat zur Folge, dass Leseaufgaben sich so darstellen und dass man doch verleitet ist zu sagen, naja Gott, muss ich mir das antun oder warte ich vielleicht, bis es jemand anders für mich macht. Es ist mühsam, es ist nicht unmöglich, aber es ist ungeheuer mühsam.
Es wird auch nicht unbedingt leichter, wenn man es einmal gelesen hat. Ja, Sie schauen das zweite Mal drauf, müssen immer noch rätseln, wie ging das jetzt. Aber trotzdem, man kann sich ein bisschen darauf einstellen und es einüben. Mit solchen Testaufgaben könnte man zum Beispiel herausfinden, ob Sie im Englischen einen automatisierten Wortschatz haben und den benutzen können und mit der englischen Grammatik umgehen können. Alpha Level 4, die Textebene. Diese Menschen können lesen und schreiben und machen aber viele Fehler. Das sieht folgendermaßen aus. Da habe ich ein brandfrisches Beispiel geschenkt bekommen von einem meiner Studenten. Ich so und so hatte leider nicht die nötige Zeit oder gar die persönliche Energie, um das Modul 0A3 fristgerecht abzuschließen. Aus diesem Grund bitte ich um die Modulfristverlängerung bis Ende Wintersemester 12/13 mit freundlichen Grüßen, Herr so und so. Um an der Universität Hamburg Erziehungswissenschaft zu studieren, braucht man eine 1 vor dem Komma. Okay. Fehlerhaftes Schreiben kommt in den besten Familien vor. Also mal abgesehen davon, dass das Prüfungsamt auch nicht unbedingt die persönliche Energie hatte, diesem Antrag so stattzugeben, ist es sicherlich eine Kombination aus Lernwiderständen und einer Zeit, in der vieles hätte besser gelernt werden müssen, zum Beispiel in der Grundschulzeit. Ich habe vorhin im Gespräch gehört, dass es hier in Rheinland-Pfalz teilweise auch schon Angebote gibt, in der Sekundarstufe nochmal mit dem Schreiben neu anzufangen oder das zu verbessern. Das scheint hier, wäre genau ein Fall, in dem das wichtig gewesen wäre, dass jemand im Alter jenseits der Grundschule nochmal gesagt bekommt und jetzt bitte richtig. Die 7,5 Millionen Betroffenen lassen sich ein bisschen näher beschreiben. Das nennen wir die Struktur des funktionalen Analphabetismus. 80%, wie gesagt, haben einen Schulabschluss, überwiegend, wie zu erwarten, dann niedrigere Schulabschlüsse. 70% deutsche Staatsangehörige, 60% Männer, 58% mit deutscher Erstsprache, 58% ist verheiratet, 57% mit Arbeitsplatz, das haben wir schon gehört, die Mehrheit, davon 41% Vollzeit. Im Bevölkerungsdurchschnitt sind 47% Vollzeit beschäftigt. Das heißt, von den Beschäftigten ist ein relativ großer Anteil der funktionalen Analphabeten Vollzeit und im Übrigen auch unbefristet beschäftigt. Das ist trotzdem weniger als im Bevölkerungsdurchschnitt. 56% der Betroffenen hat einen Berufsabschluss und 50% haben Kinder, ein Drittel ist über 50. Dann kommt häufig die Rückfrage bezogen auf die Berufstätigkeit, sind die Betroffenen im zweiten Arbeitsmarkt beschäftigt? Sind das 1-Euro-Jobber, arbeiten die bei Beschäftigungsträgern? Nein, von den erwerbstätigen funktionalen Analphabeten sind nur 1,7% im zweiten Arbeitsmarkt beschäftigt. Das kann man sich auch leicht vor Augen führen, wenn man weiß, welche Platzzahlen im zweiten Arbeitsmarkt überhaupt vorgehalten werden. Das ist relativ gering. Ändert sich alle naslang, deswegen habe ich da keine Zahlen mitgebracht, aber es sind einfach unter 1 Million bundesweit. Und wenn wir 7,5 Millionen funktionale Analphabeten haben, 57% davon beschäftigt sind, dann können die nicht alle im zweiten Arbeitsmarkt beschäftigt sein. Zum Thema Beschäftigung, Qualifikation und Erwerbsstatus. Es gibt einmal in Rot jetzt unten drunter die These, dass eine fehlende Qualifikation zu funktionalem Analphabetismus führt. Und ich habe jetzt sowohl Schulabschluss, Berufsabschluss als auch die Erwerbstätigkeit hier einmal aufgeführt. Wer nicht erwerbstätig ist, ist zu 32% funktionaler Analphabet. Also von den Arbeitslosen sind 32% funktionale Analphabetinnen und Analphabeten, sprich jeder Dritte. Ich habe vorhin gehört, dass hier eine Kooperation mit den Jobcentern auch losgegangen ist. Das halte ich für ausgesprochen hilfreich und wichtig und bin sehr dankbar dafür, dass das möglich ist. Mit höchstens einem Berufsabschluss in Form des Berufsvorbereitungsjahres oder der Berufsgrundbildungsjahre sind immer noch 31% betroffen. Also wer eine Berufsvorbereitung gemacht hat und keinen weiteren Berufsabschluss, aus dieser Gruppe sind 31% betroffen. Und von denjenigen, die keinen Schulabschluss gemacht haben, sind 59% betroffen. Das heißt, wer in Deutschland keinen Schulabschluss gemacht hat, ist zu mehr als der Hälfte später auch funktionaler Analphabet. Das ist in anderen Ländern anders. Das heißt, unsere Schulabschlüsse sind relativ leicht, diejenigen, die diese Schulabschlüsse nicht machen, die sind tatsächlich dann auch funktionale Analphabeten, zumindest zu 59%. In anderen Ländern sind diese Verhältnisse von Schulabschluss und funktionaler Analphabetismus etwas anders. Ich halte es übrigens für richtig, dass die Schulabschlüsse
auch dann Menschen zugesprochen werden, wenn die Lesekompetenz noch nicht so ganz ausgereift ist, weil es ohne Schulabschluss später im Leben überhaupt nicht mehr weitergeht. So, hier ist mir eine Folie auseinandergerutscht, das tut mir sehr leid, die ist jetzt optisch ein bisschen anstrengend. Man kann, das ist in rot und runtergerutscht, die These auch genau andersrum aufstellen und sagen, funktionaler Analphabetismus hat Folgen. Weil jemand funktionaler Analphabet ist, ist er später arbeitslos. Auch so rum kann die Wirkungsrichtung sein. Von den funktionalen Analphabeten auf Level 1 bis 3 sind 16,7% arbeitslos. In der Bevölkerung in derselben Stichprobe sind das 7,6%, also bei den Betroffenen doppelt so hohes Risiko der Arbeitslosigkeit. Fehlende Berufsabschlüsse 44%, in der Bevölkerung sind das 24%. Diejenigen funktionalen Analphabeten, die beschäftigt sind, sind zu 37% Ungelernte, also in ungelernten Tätigkeiten beschäftigt. In der Bevölkerung sind das 15%. Auf gut Deutsch, funktionaler Analphabetismus und Beschäftigung landet im ungelernten Bereich. Überproportional. Das Sternchen bedeutet, dass die ungelernten, sozialversicherungspflichtig Beschäftigten in Deutschland zu 4% Hilfen zur Grundsicherung brauchen. Das heißt, die Löhne liegen unter dem Hartz-IV-Niveau. Man kann davon nicht leben, das kostet den Steuerzahler wieder Geld. ALG II ist aus Steuerkosten kofinanziert. So, von den funktionalen Analphabeten sind im Verhältnis Arbeiter und Angestellte 53% als Arbeiter beschäftigt oder Arbeiterinnen. In der Bevölkerung sind das 25%. Einkommen unter 1.000 Euro liegen bei 38%. In der Bevölkerung sind es 30%. Und Geringverdiener unter 400 Euro liegen bei 20%. In der Bevölkerung 11%. Also man ist beschäftigt, aber man ist im ungelernten Bereich beschäftigt und man verdient dort nicht sehr viel. Manchmal bei 4% sogar so wenig, dass es unter die Hartz-IV-Leistungen oder unter die Hartz-IV-Sätze rutschen würde. Die Frage, wo ist man beschäftigt? Sie haben das vorhin viel schöner formuliert als ich. Das sind vielleicht diejenigen, die unsere Autos reparieren oder unsere Fernseher. Es gibt eine Aggregation nach der sogenannten ISCO-Klassifizierung, die ist Ihnen vielleicht vertrauter als mir. So sind die Daten im deutschen Bildungsbericht dargestellt. Daran hangel ich mich gerade entlang, damit Sie es vielleicht, das, was ich Ihnen hier vorgestellt habe, deckungsgleich auch in anderen Publikationen vorfinden. Diese ISCO-Klassifikation verläuft von 1 bis 11, 11 nicht kodierbar, das sind dann Berufe, wo man schlecht aggregieren kann, 1 Führungskraft, leitende Verwaltungsbeamte. Und hier kommt die große Überraschung, unter denen die Führungskräfte sind, finden sich tatsächlich 11% Betroffene. Das ist unterproportional, in der Bevölkerung sind das 14,5%. Es ist aber erstens relativ ähnlich wie bei der Hochschulreife, also auch unter Menschen mit Abitur gibt es Personen, die funktionale Analphabeten sind im Verlauf ihres Lebens und es ist ähnlich wie in anderen Ländern. Die Skills for Life-Studie in England kommt zu den relativ vergleichbaren Ergebnissen. Das liegt vor allen Dingen daran, dass Menschen, in dieses Segment fallen, das ist statistisch eine relativ kleine Gesamtzahl, die wir da zu fassen gekriegt haben, das liegt vor allen Dingen daran, dass die Betroffenen ihren Bildungsstand in der Regel aus dem Ausland mitgebracht haben und es sind im Führungsbereich, also bei den Abiturienten ist die Mehrheit, die Abitur und funktionalen Analphabetismus auf sich vereinen, hat das Abitur einfach nicht in Deutschland gemacht, sondern hat das Abitur im Ausland gemacht, ist zugezogen, zugewandert als Migrantin oder Migrant und dann hier in unsere Analyse reingelaufen und kann einfach aufgrund von begrenzten Sprachfähigkeiten die Tests nicht so gut ausfüllen wie andere. Bei Führungskräften müssen wir davon ausgehen, dass wir, sagen wir mal so, einmal Berufstätigkeiten haben, in denen das tatsächlich nicht unbedingt gefragt ist, lesen und schreiben zu können, weil man jemanden hat, der es für einen erledigt. Naja, nun, ich denke an meinen Landmaschinenhändler in meinem Familienkreis, der hat seine Trecker sicherlich auch so verkauft gekriegt und jemand anders hat die Buchführung gemacht und die Verträge unterschrieben. Trotzdem ist er die Führungskraft, also der Inhaber des Autohauses bzw. Landmaschinenvertriebs ist dann in dem Fall jemand, der es mit dem Lesen und Schreiben nicht so wirklich weit bringen musste zu der Zeit. Auch wir haben in der Population ja auch im Moment auch noch Menschen mit drin, die in der Nachkriegszeit zur Schule gegangen sind.
Dann haben wir aber auch, das müssen wir zugestehen, in der Studie einen Teil der Population mit drin, wo man nach WHO-Klassifikation von Behinderung oder Schädigung sprechen würde. WHO, Weltgesundheitsorganisation, sagt, dass 15% der erwachsenen Bevölkerung einer chronischen Erkrankung oder Schädigung unterliegt und da fällt Sucht mit rein. So, und dann haben Sie das ganze Spektrum, das komplette Erklärungsspektrum von verschiedenen Suchtarten über Erkrankungen wie früher Parkinson oder ähnliches, was einem das Schreiben vielleicht motorisch schwierig macht, über Sehschwierigkeiten und ähnliches. Also nehmen Sie mir meine 11% Führungskräfte nicht zu ernst, da spielt sich alles Mögliche ab. Wenn wir uns die Einzelfälle anschauen, bleiben da in der Stichprobe keine 10 Leute übrig. Die haben, also solche Fälle schauen wir uns immer sehr genau an, um dahinter zu kommen. Wir haben eine Ärztin dazwischen, die in ihrem Testheft einfach die 100% Ärzteschrift vorgelegt hat, die kein Mensch lesen kann und die Codierer bei Infratest dann natürlich als nicht literalisiert kodiert haben, ohne zu wissen, dass es sich um eine Ärztin handelt. Das konnten die nicht wissen, die hatten nur das Testheft auf dem Tisch. Also solche Dinge passieren uns da auch. So viel zur Objektivität von Studien. Ein gewisses statistisches Rauschen müssen Sie uns zugestehen. Trotzdem schauen wir uns mal die an, wo die Abstände ein bisschen größer sind. Ich komme gleich zu der Mitwisserfrage. Ja? Wenn Ihnen jetzt jemand einfällt, der vielleicht unter Führungskraft und Betroffener fallen könnte, dann dürfen Sie gleich loslegen. Trotzdem, die Codierungen, wo man wirklich deutlich überproportionale Fälle hat, sind die ISCO-Klassifikation Nummer 6, Fachkräfte in der Landwirtschaft und Fischerei. Das wird vielleicht nicht überraschen. Das Handwerk mit 20% immer noch deutlich, kommt immer noch deutlich besser weg als andere Bereiche. Anlagen- und Maschinenbediener und Monteure, das ist ein klassischer Bereich, in dem funktionale Analphabetinnen und Analphabeten sich betätigen können, weil ihre Kompetenzen dort gebraucht werden. Sie können möglicherweise sehr filigran mit Maschinen umgehen. Ich höre das immer wieder aus Einzelberichten. Große Maschinen steuern mit Fernsteuerungen, mit denen ich nie zurechtkommen würde. Und gleichzeitig brauchen sie dazu nur rudimentär Schrift und können in solchen Arbeitsplätzen reüssieren und erreichen damit auch die Anerkennung ihres Kollegiums und der Vorgesetzten. Das hier ist also tatsächlich plausibel, dass im Bereich Anlagen und Maschinenbedienung, Monteure, da gehört sicherlich auch der Bereich Industrie Hilfsarbeiter kommen hier mit dazu. Und was wir eben schon gesehen haben, 37% Un- und Angelernte, das schlägt sich hier in der ISCO-Klassifikation Hilfsarbeit nieder. Da sind es dann 35% von den gesamten Hilfsarbeitern, die es in der Erwerbsbevölkerung in Deutschland gibt, betroffen. Also mehr als jeder Dritte. Das sind die Bereiche, in denen man gut nachschauen kann, ob man Leute auch ansprechen kann. Diese 15% nicht kodierbare und auch die 15% in der Dienstleistung im Verkauf sind nur minimal über dem Durchschnitt. Deswegen würde ich die nicht so sehr stark in den Vordergrund setzen. Der Durchschnitt, der Bevölkerungsdurchschnitt liegt bei 14,5%. Und wenn Sie sagen, es gibt Branchen, die sind besonders betroffen, dann müssen sie ja deutlich über 14,5% liegen. Deswegen halt gerade die drei Säulen mit 20%, 23%, 30%, pardon, vier Säulen mit 35%. Das ist lustig hier mit dem runterrutschenden, mit der runterrutschenden Maus. Die negative Schulerfahrung. Es gibt nicht nur die LEO-Studie aus der vergangenen Förderlinie, sondern auch das Alpha-Panel. Das Alpha-Panel ist eine teilnehmende Studie. Die haben nicht wir gemacht, sondern verantwortlich ist die Humboldt-Universität in Berlin unter Leitung von Rainer Lehmann. Das Alpha-Panel hat bei über 500 Teilnehmenden befragt, wie ihre Lebenssituation aussieht, was ihnen wichtig ist und dergleichen mehr. Und sämtliche Hintergrundfragen aus dem sogenannten Background-Questionnaire, wie wir ihn auch machen, sind deckungsgleich mit der LEO-Studie. Und zu diesen Hintergrundfragen gehört unter anderem auch, wie man mit Schule umgeht oder wie man seine Schulzeit erinnert. Darauf komme ich gleich. Und in der zweiten Alpha-Panel-Welle ist es uns außerdem gelungen, mit echten LEO-Testaufgaben auch die Alpha-Panel-Befragten zu testen. Das ist nicht ganz einfach, da gibt es auch große Vorbehalte. Das war vielleicht auch ein Erstlingswerk, was von Infratest und HU, Humboldt-Universität Berlin, auch mit Unterstützung des DVV, mit einigen Schwierigkeiten ins Feld gegangen ist. Trotzdem haben wir dankenswerterweise jetzt Vergleichsdaten. Das ist einmalig, sowas gab es in Deutschland noch nie, sowas gibt es in anderen Ländern auch nicht.
Wir haben jetzt einmal den Alpha-Level 1 in der Bevölkerung. Die Zahlen habe ich Ihnen gerade gesagt, die kennen Sie. Das sind 0,6% der Bevölkerung, hochgerechnet 0,3 Millionen Menschen. Im Alpha-Panel zeigt sich, 6,8% der Kursteilnehmenden liegen auf Alpha-Level 1. Und jetzt kommt es, 39,6% der Kursteilnehmenden liegen auf Alpha-Level 2. Das hier ist der größte Batzen unter den Teilnehmenden. Danach geht es wieder runter, 23% der Teilnehmenden auf Alpha-Level 3. In der Bevölkerung ist aber die Kurve systematisch ansteigend. Das heißt, Sie haben den kleinsten Teil auf Alpha-Level 1, dann einen größeren Teil auf Alpha-Level 2 und dann den größten Brocken auf Alpha-Level 3. Sprich, Alpha-Level 3 wird von den Volkshochschulen noch nicht sehr gut erreicht. Da stimmt die Passung noch nicht. Mag sein, dass sich das jetzt im Laufe der neu angefangenen Förderlinie auch schon verändert hat, aber dieses war eines der zentralen Ergebnisse aus dem Vergleich von Alpha-Panel und Leo-Studie, also vor allen Dingen hinsichtlich der Problematik, wollen denn Betroffene eigentlich lernen und finden sie, was sie brauchen, um lernen zu können. Ich dachte, dass das für Sie als Vertreter von Schule und Wirtschaft nicht ganz unerheblich ist. Die schulzeitbezogenen Erhebungen in der Leo-Studie laufen immer nach einer positiven und einer negativen, einem positiven und einem negativen Statement. Das positive erste heißt, der Schulunterricht hat mir Spaß gemacht, gefolgt von, ich habe mich in der Schule immer schlecht gefühlt, negativ. Positiv, ich wäre gern länger zur Schule gegangen, negativ, mir fiel das Lernen in der Schule schwer. Positiv, ich habe den Schulabschluss erreicht, den ich wollte. Negativ, vor einigen Lehrern hatte ich Angst. Positiv, ich war unter den Schulkameraden sehr beliebt. Negativ, ich habe wegen Krankheit oft in der Schule gefehlt. Positiv, ich habe in der Schule viel Interessantes gelernt. Und negativ, ich habe häufiger die Schule geschwänzt. Wenn Sie die Negativen so sacken lassen, dann passen da eigentlich alle Klischees über funktionale Analphabeten drauf. Haben bestimmt in der Schulzeit häufig gefehlt, haben sicherlich auch geschwänzt, sind viel krank gewesen, hatten Angst vor Lehrern, Lernen ist ihnen schwer gefallen und sie haben sich insgesamt schlecht gefühlt. Zwischen Alpha-Panel und Leo-Studie, ausschließlich die negativen Statements, gibt es enorme Diskrepanzen darüber, wie Menschen antworten. Das heißt, die Teilnehmenden aus den Kursen, hier in Dunkel abgetragen, antworten vollkommen anders als die Adressaten aus der Leo-Studie. Wenn ich also am Küchentisch mit Ihnen sitze und frage, und Angst gehabt vor den Lehrern, dann sagen Sie gar nicht so oft ja, wie wenn ich vielleicht im Kurs mit Ihnen drüber spreche und die Schulzeit aufarbeite und daraus vielleicht auch Motivation zu schöpfen versuche für einen Neustart. Ich will damit nicht sagen, dass die eine von den beiden Studien das falsch gemacht hat. Das sind völlig unterschiedliche Erhebungssettings. Aber die Klischees, die abgeleitet werden, sind in dem Ausmaß möglicherweise nicht haltbar. Und ich finde sie manchmal auch nicht gut. Jedem Menschen, nur weil er als Erwachsener nicht besonders gut schreibt, ausgerechnet zuzuschreiben, er hätte die Schule geschwänzt oder sei mit Lehrern nicht ausgekommen, das ist vielleicht nicht immer zutreffend. Also, häufig krank, sagt ein geringer Prozentsatz der Leo-Befragten, während ein deutlich höherer Prozentsatz der Teilnehmenden aus dem Alpha-Panel dem zustimmt. Häufig geschwänzt, dieselbe Lage, Angst vor Lehrern, dieselbe Lage, in der Schule schlecht gefühlt, da spreizt es schon mehr. Und das Eingeständnis, das Lernen fiel mir schwer, das fällt offensichtlich im Kurs wesentlich leichter dann als am Küchentisch mit dem Interviewer. So, jetzt dürfen Sie, sind Sie Mitwisser? Mir ist folgende Geschichte zugetragen worden, 2010. Es geht um einen langjährigen Kleingartenvereinsvorstand. Es gibt eine gewisse Aufregung im Verein, das müssen Sie sich so vorstellen, im Schrebergarten von rechts nach links, da wird gerne mal ein bisschen erzählt, weil nämlich die Mitgliederversammlung aussteht, die Einladung fehlt, eine Mitgliederversammlung muss turnusgemäß machen, das wissen Sie bestimmt auch, laut Vereinsrecht muss das immer regelmäßig passieren. Der stellvertretende Vorsitzende ist sowieso gerade krank und der Vorsitzende, wie gesagt langjährig Vorsitzende, soll jetzt endlich mal einladen, der faule Hund. Mühselig folgt dann die Einladung viel zu spät, allerdings ist sie auch nur als Zettel, als Termin vor dem Vereinshaus angeschlagen. Da steht dann drauf, Mittwoch übernächste Woche, 19 Uhr, Mitgliederversammlung.
die Mitgliederversammlung platzt. Wenn Sie das Vereinsrecht einigermaßen kennen, wissen Sie, dass man rechtzeitig eingeladen haben muss, satzungsgemäß eingeladen haben muss und das sicherlich nicht mit einem Aushang machbar ist, zumindest wenn es sonst anders erfolgt. Der stellvertretende Vorsitzende ist in der Zwischenzeit auch wieder gesund und es folgt dann endlich eine ordentliche Mitgliederversammlung. Wer ist der funktionale Analphabet? Haben Sie erkannt, ne? Wen gibt es denn da noch in dem Spiel und was tut der? Ja, da ist einer im Hintergrund. Der sorgt die ganzen Jahre dafür, dass niemandem auffällt, dass der Vorsitzende nicht gut schreiben kann. Der Stellvertreter macht die Arbeit, der nimmt sie dem Vorsitzenden ab und deckt ihn damit auch. Ist auch eine Frage von Solidarität und ist eine Frage von Fairness in der Ortschaft, in der jeder über jeden redet. Da behält man sowas vielleicht auch für sich, um denjenigen zu schützen, der betroffen ist. Bei der Frage, wie oft kommt das vor, wie viele Mitwisser gibt es eigentlich, haben wir eigentlich nur versucht, unser Frageninstrument zu testen und haben deswegen Befragte aus Beschäftigungsträgern aufgesucht. Das sind 352 Menschen. Die Studie ist nicht repräsentativ, das hat sie überhaupt nicht vor. Wir wollten, wie gesagt, nur wissen, was unsere Fragen taugen und waren dann aber doch überrascht, dass von diesen Menschen bei Beschäftigungsträgern, also ein Eurojobbern, 66% sagen ja, sie kennen jemanden, der nicht gut lesen und schreiben kann. Und auf die Nachfrage, sprechen sie das an, sagen nein. Mehrheitlich wird das Thema nicht angesprochen. Mehrheitlich wird der Betroffene nicht zur Weiterbildung geschickt. Und mehrheitlich sind die Möglichkeiten, die man als Mitwisser hat, auch nicht bekannt, zum Beispiel das Alpha-Telefon oder ichwilllernen.de. So, diese Daten sind noch nicht repräsentativ. Wir haben eine qualitative Studie losgebracht, die dazu weiterarbeitet und werden das auch quantitativ hamburgweit repräsentativ Ende 2014 wissen. Bis dahin müssen Sie sich noch ein bisschen gedulden und überlegen, ob Sie selbst vielleicht Mitwisser sind. Und wenn Sie einer sind, welche Art? Wir können inzwischen auch sagen, dass es unterschiedliche Arten von Mitwisserschaft gibt, und zwar das offene, mitwissende Umfeld. Das sind Personen, die voneinander wissen, ja, der kann das nicht, okay, der weiß das. Es gibt aber ein geheimes oder heimliches mitwissendes Umfeld. Da ist nie drüber gesprochen worden, dass vielleicht der Vorsitzende nicht schreiben kann. Der Stellvertretende hat es begriffen. Der Vorsitzende weiß möglicherweise gar nicht, dass sein Stellvertreter das verstanden hat. Also diese heimliche Struktur von, ja, ich weiß das, aber ich habe mit ihm auch nie gesprochen. Dieses Schweigen ist uns in den Prätest-Interviews schon untergekommen. Die Frage, hilft das mitwissende Umfeld? Was tut es denn eigentlich? Dazu bedienen wir uns der Netzwerktheorie aus den USA. Da gibt es Bridging Networks und Bonding Networks. Die Bridging überbrücken nach außen und die Bonding Networks ziehen zurück und binden zurück. Und Sie können sich vorstellen, wenn Ihr Netzwerk eines ist, das sich im zum Beispiel unten stehenden sozialen Milieu befindet, dann ist die Bindung, die immer wiederkehrende Rückbindung an eben dieses Milieu eben hinderlich für funktionalen Analphabetismus, also für die Überwindung des funktionalen Analphabetismus und eben nicht unterstützend. Das heißt, die Mitwisserschaft kann ganz häufig auch das Problem perpetuieren, so wie es bei Co-Abhängigkeit in anderen Zusammenhängen auch bekannt ist. Die Frage, wie informiert sind Mitwissende, gibt es irgendeine Anlaufstelle, Beratungsstelle, Sensibilisierung für Mitwissende? Wir wissen davon bisher nichts. Gibt es Coaching für ein mitwissendes Umfeld, für jemand, der agieren möchte, aber nicht weiß wie? Auch davon wissen wir nichts. Gibt es ein Beratungstelefon? Was passiert eigentlich, wenn der Angehörige beim Alpha-Telefon anruft und nicht der Betroffene selbst? Ich vermute, er wird auch vernünftig beraten, aber das ist den Mitwissern nicht bekannt. Grob geschätzt, wenn es stimmt, dass jeder funktionale Analphabet im privaten Raum eine Vertrauensperson hat und im beruflichen Raum eine Vertrauensperson hat, dann sind das 2 Personen pro funktionalem Analphabet. 7,5 mal 2 macht 15 Millionen Menschen, auf deren Unterstützung die Weiterbildung wahrscheinlich angewiesen ist. Ja, werden wir das Problem möglicherweise von selbst los? Sie können an den Daten relativ leicht erkennen, dass die Jüngeren
mit 12,6% betroffen sind. Das sind die 18- bis 29-Jährigen. Hier ist der funktionale Analphabetismus aggregiert. Das ist unterproportional, Durchschnitt ist 14,5%, während die Älteren, die 15- bis 64-Jährigen, mit 15,7% betroffen sind, also überproportional. Die Behauptung, die Jugend von heute wird immer schlechter, lässt sich mit diesen Daten nicht belegen. Ganz im Gegenteil, die Jugend ist besser als ihre Vorgänger. Man könnte also annehmen, das wächst sich raus. Man braucht einfach nur die besser gewordenen Schulen hochwachsen lassen, also die jungen nachfolgenden Menschen hochwachsen lassen, dann sind wir das Problem bald los. Das ist ein Argument. Es gibt ein Gegenargument aus der britischen Längsschnittstudie, die sogenannte Birth Cohort Study. Das heißt, use it or lose it. Was Sie nicht benutzen, verlieren Sie. Dort im Längsschnitt nachgewiesen, Erwachsene, die arbeitslos werden, das ist die Operationalisierung fürs Nicht-Benutzen, tendieren dazu, ihre Grundbildung zu verlieren. Ihre Numeralität, also alltagsmathematische Fähigkeiten, sinkt fast unmittelbar. Sie haben über Mathematik gesprochen. Und ihre Literalität nach etwa 2 Jahren. Also das reproduziert sich auch im Erwachsenenalter, wenn Sie Ihre Lese- und Schreib- und Rechenkompetenz nicht benutzen, dann geht sie tatsächlich nachweisbar verloren. Es gibt unterschiedliche Gründe, warum Kompetenzverlust eintreten kann. Wie gesagt, Schulen werden besser, das kann man deutlich nachweisen. Schulen sind wirklich in den letzten 10 Jahren erheblich besser geworden. Aber Analphabetismus entsteht auch danach. Es gibt eine These, auch basierend auf dem englischen Längsschnitt, durch zu frühe Familiengründung, wer zu früh in eine Familiengründung eintritt und selbst mit seiner Ausbildung und Bildung noch nicht weit genug ist, der hat dann keine Zeit mehr, seinen Kindern beizubringen, dass sie es besser machen müssen und ist selbst auch nicht motiviert, nochmal besser lesen und schreiben zu lernen, weil einem auch die eigene Zeit dazu nicht zur Verfügung steht. Das sind die Teenage Moms und Teenage Fathers. Auch in Deutschland ein zunehmendes Problem. Schriftferne Arbeit, wenn Sie bei der Arbeit nicht schreiben, auch wenn Sie Arbeit haben, verlieren Sie es, use it or lose it, durch Arbeitslosigkeit, die ich gerade formuliert, durch das Schweigen der Mitwisser und Mitwisserinnen, die es halt überhaupt erst möglich machen, dass man als funktionaler Analphabet in Deutschland immer noch durchkommen kann, durch Schädigung, Krankheit und Sucht, WHO, wie gesagt, 15% der Bevölkerung erleiden im Laufe ihres Lebens eine dauerhafte Schädigung oder chronische Erkrankung oder Sucht. Aggregiert sind das alles Faktoren des Alterns. Das schlichte Älterwerden macht also auch unsere Literalität ein bisschen wieder kaputt, auch wenn wir sie so schön in der Schule gelernt haben. Und sehr dramatisch zugespitzt aus der ALWA-Studie sieht es dann so aus. Die Studie geht hier unten von 18-Jährigen bis 52-Jährigen. Sie brauchen jetzt nicht glauben, dass es hier unten so bei etwa 60 die Nulllinie kreuzt. Wir haben hier einen unteren Punktbereich von 270 Punkten. Das heißt, Sie kommen darunter durchaus auch noch lesend und schreibend zurecht. Trotzdem finde ich es einigermaßen eindrucksvoll, grafisch gestaltet. Alltagsmathematische Kompetenzen verlieren sich und Lesekompetenzen steigen ein bisschen an nach der Schulzeit und dann verlieren sie sich auch. Das ist eine Studie des IAB, des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung, ausschließlich mit Beschäftigten gemacht. Das ist eine sehr begrenzte Population gewesen und bezieht sich auch, wie gesagt, nicht auf funktionalen Analphabetismus, sondern auf Literalität und Numeralität in den höheren Levels. Kann man das ändern? Policy matters, der letzte Punkt. Ist es durch politische Programme möglich, die Quote der Personen auf dem Level 1 zu verringern? Und kann man die Mittelwerte einer Bevölkerung verschieben? Die Datengrundlage ist die IELTS von 1994, die All von 2003 und jetzt kommend steht uns ins Haus die PIAC, das Program for the International Assessment of Adult Competencies, kurz PISA für Erwachsene, wird im Oktober veröffentlicht, OECD-weit. Wir sind alle sehr, sehr gespannt, wo Deutschland im internationalen Vergleich liegen wird. Deutschland hat seit 1994 hier damals an der IELTS teilgenommen und seitdem nicht mehr, die zweite Studie nicht mehr mitgemacht. Andere Länder, USA, Kanada, Norwegen und Schweiz, haben an beiden Studien teilgenommen und haben in der Zwischenzeit politische Programme aufgelegt. Und man kann das dann vergleichen. Und jetzt schauen wir uns mal gezielt die Schweiz an. Die deutsche Schweiz in diesem Fall. Die hat es geschafft, den Level 1, der lag hier hinten,
zu verbessern, also die unterste Ende ihrer Bevölkerung hochzuschieben bis hierhin, also auf der Punkteskala, um 50 Punkte zu verbessern. Und sie hat es außerdem geschafft, den Mittelwert der Gesamtbevölkerung auch noch zu verbessern. Das heißt, die Schweizer haben uns vorgemacht, dass es geht. Wir können ja vielleicht mal besuchen fahren, rausfinden, wie. Norwegen, Italien, USA, Kanada, alle in unterschiedlichem Ausmaß, haben in dieser Dekade zwischen erster und zweiter Studie politische Programme aufgelegt, dann eine zweite Messphase durchgeführt und daraufhin dann festgestellt, ja, wir sind besser geworden. Wie das sich in PIAAC dann äußert, dass andere schon längst losgelegt haben und wir noch vor uns hinträumen, das können wir dann im Oktober erfahren. Ich habe keine Vorstellung davon, wie die Daten sein werden. Jüngste Studien und Ausblick, Sie kennen die LEO-Studie jetzt, Sie kennen die Skills for Life-Studie, vielleicht vom Hörensagen 2003 und 2011, auch da kann man eine Verbesserung nachweisen. Frankreich hat 2004 und 2012 erhoben und dort seine Analphabetenquote von 9% auf 7% gesenkt. Die Numeralität der Jüngeren ist deutlich schlechter geworden, anders als die Literalität. Da sind die Jüngeren immer besser als die Älteren. Aber beim Rechnen und alltagsmathematischen Schätzen sind die Jüngeren offensichtlich nicht mehr so gut wie ihre Vorgängergeneration. Ein Ergebnis, das sich auch in England wiederholt. Falls Sie dann bei Gelegenheit herausfinden wollen, ob Sie selbst den LEO-Test überstanden hätten, wir werden im Juli wahrscheinlich ein LEO-ähnliches Produkt als App herausbringen, mit dem Sie dann spielen dürfen. In diesem Sinne, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.